So, hier gibt's schon mal ein neues Skript-Tutorial nach wirklich einfach ewiger Zeit. Ja, war viel los, aber ist es auch nicht wirklich relevant. Ich dachte mal, wir fangen mal ein neues Kapitel an, und zwar Script Mirror bzw. Script Reflect. Mirror, glaube ich, sollte man es eher nicht benutzen, eher Reflect. Und ja, ich sehe gerade auch zu meinem Verwundern, Script Reflect hat nur 3700 Downloads. Das ist wirklich wenig. Und man muss dazu sagen, es ist quasi wie Script, nur stell ungefähr vor, Script und Java machen ein Kind. Ja? Und das Kind heißt Script Reflect oder Script Mirror. Ja, im Prinzip könnt ihr mit Reflect Java-Code in Script ausführen. Mehr oder weniger zumindest. Ihr könnt auf APIs zugreifen, was extrem cool ist. Ihr könnt Klassen importieren, ihr könnt zum Beispiel auch die Placeholder-API nutzen und so weiter. Und ich meine, was gibt es natürlich schon mal Cooleres als APIs zu nutzen, denn das ist das größte Problem von Script. Ihr könnt, oder für jedes Plugin, was ihr anzapfen wollt, braucht ihr irgendein Add-on. Ihr müsst hoffen, dass dafür eins existiert, und ihr müsst hoffen, dass es halt dann irgendwie updated wird. Und naja, wenn man halt so lange einen Server hatte, merkt man so, das ist keine gute Kombo. Und natürlich muss man auch dazu sagen, je mehr Plugins, desto langsam ist meistens der Server. Ja, und desto mehr RAM braucht der Server auch. Und gerade in 1.18 braucht ein Minecraft-Server eigentlich nur mit Plugins, also unser Server braucht nur mit Plugins, 3 GB RAM, ohne Spieler, mit 0 Spielern. Und ich glaube, ohne Plugins um die 2 GB. Also es ist wirklich heftig, und ich meine, dass du dir heute noch einen Minecraft-Server leisten kannst, also wenn du 2 oder 3 GB RAM quasi schon mal zum Starten brauchst, ja, ist halt nicht mehr so wie in einer 1.4 oder so, wo man mit 500 MB oder so einen Server starten konnte. Das geht heute gar nicht mehr. Okay, ich rede zu viel. Script Reflect. Was ist Script Reflect? Es gibt so eine kleine, ja, so eine kleine Vorschau im Prinzip. Du kannst Sachen importieren, die Klassen zum Beispiel. Du kannst Events importieren, und du kannst die Events dann quasi hier nutzen. Wie kann man hier das überhaupt, wie geht das Ganze? Ich mache das Ganze hier aktuell ohne Vorlage, und ich hoffe, dass es mich hier nicht komplett zerwirft. Aber der Plan ist zumindest folgendes: Wir probieren jetzt mal ein GUI zu machen, beziehungsweise ein GUI, welches besser ist, schneller ist und sicherer ist. Vor allem sicherer. Denn das Script-GUI hat Probleme, und ich meine, Script-Events sind langsamer als Mirror beziehungsweise Java-Events. Und ich werde euch gleich mal zeigen, inwiefern. Okay, jetzt hier mal nicht erschrecken. Das ist im Prinzip die Seite von PapeMC. Wenn ihr Paper nutzt, dann macht es natürlich Sinn. Ihr seht hier an Destroy Tokyo. Oder Destroys Tokyo, die Events bzw. die Packets von Paper, beziehungsweise auch hier stehen wir noch mit Paper mit dabei. Alle anderen hier zum Beispiel oder ab hier sind Bucket. Ich meine, steht im Prinzip dran oder Spigot oder was auch immer. Das heißt, wenn ihr kein Paper nutzt, könnt ihr natürlich nicht diese Events nutzen, beziehungsweise diese Sachen hier. Denke ich mal, ist selbstverständlich, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Jetzt machen wir am besten erstmal ein normales Vanilla-GUI, und dann setzen wir Slot 1 zu schwarzem Glas und Slot 2 zu rotem Glas. Okay, dann machen wir dann erstmal ganz normal hier und Inventory-Click. Click-Slot ist gleich 1. Cancel-Event. So. Dann reloaden wir das Ganze. Ah, gut, das hat schon mal gut funktioniert. Tab-Stops. Genau. So, dann machen wir Slash 3. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, ach, weil das Ding Achievements heißt, dann nennen wir das Ding mal irgendwie Achievements 2, ganz egal. Ich überlege gerade, ob das Ganze gut sichtbar ist oder nicht. Ich meine, wir haben jetzt, gut, dazu muss man natürlich auch mal sagen, das kann jetzt im Singleplayer ein bisschen anders sein, und wenn aktuell sonst nichts los ist und sonst kein Spieler drauf ist und so weiter. Das
es kann sich ein bisschen unterscheiden, sagen wir mal so. Also das heißt, es kann mal schneller sein oder mal langsam sein. Ich habe gehört, man könnte das irgendwie da rausklauen und so. Ich meine, ja, solche Möglichkeiten gibt es teilweise, beziehungsweise es variiert auch immer so ein bisschen von Version zu Version. Manchmal ging es, manchmal ging es nicht. Auf jeden Fall, das Ding ist an sich relativ schnell, aber jetzt im Multiplayer, sagen wir so, zumindest im Multiplayer ist es ein bisschen langsamer. Also würde ich das hier Multiplayer anklicken, dann ist da einfach eine Verzögerung zu spüren. Und wenn zum Beispiel jetzt, also wir haben ja aktuell ein MSPT von 2, das ist natürlich jetzt nichts. Und angenommen, der Server jetzt hier bei, weiß nicht, so 70-80% Auslastung oder so, dann würde man hier wahrscheinlich eine relativ große Verzögerung spüren. Also eine relativ große Verzögerung zumindest. Jetzt aktuell kannst du nicht wirklich viel verschieben und so, bis auf das hier. Normalerweise kannst du immer so ein bisschen hin und her schieben. Hier aktuell ist es relativ schnell. Aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, ihr wisst, was ich damit sagen will. Okay, dann können wir mal anfangen mit dem ersten, mit der ersten Sache von Mirror. Und natürlich ist es bei Skript immer so, dass es interpretiert werden muss. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei Mirror Code dann genauso ist oder ob das nicht interpretiert wird. Auf jeden Fall, Skript Code läuft quasi halt nicht direkt, nicht auf dem direkten Weg dahin. Das heißt, es ist einfach immer noch ein Arbeitsschritt dazwischen und je nachdem, wie belastet der Server ist, ist es halt eben in so einer kleinen, kurzen Warteschlange oder halt eben auch nicht, wie jetzt in unserem Fall. Aber es ist halt auf alle Fälle ein Arbeitsschritt dazwischen und er braucht nämlich auch einfach Leistung, viel Leistung. Deswegen, jetzt machen wir es einfach mal so. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen wollen, was wir brauchen, haben wir zum Beispiel mal unser Inventory-Click. So, Inventory-Click-Event. Es ist ein bisschen viel hier immer angezeigt, lasst euch da nicht stören. Inventory-Action, Inventory-Click-Event, das ist das, was wir wollen. Und jetzt sehen wir da oben zum Beispiel die Events. Dann haben wir unsere Pakete, bla bla bla. Und hier das letzte in schwarz ist dann quasi unser Event. Das kopieren wir uns mal und fügen das mal da ein. Brauchen wir nichts sonstiges machen. Das war's schon. Dann kann man übrigens auch nochmal runtergehen, zum Beispiel, was für Methods das es hier noch gibt. Get Action, Get Click, Get Clicked Inventory, Item, bla bla bla. Das ist übrigens auch sehr nützlich, je nachdem, was ihr macht. Und einige Sachen, die sich zum Beispiel im Skript von Version zu Version ändern, kann man hier um einiges besser abfragen. Und falls ihr euch fragt, warum in der Welt sollte ich sowas brauchen? Ich glaube, da gibt es zum Beispiel Bottom Inventory. Get Bottom Inventory, das klingt jetzt vielleicht recht stupider. Aber im Skript gibt es immer das Problem, wie unterscheidest du das obere mit dem unteren Inventory? Und dann kann man zwar eventuell das Current Inventory nutzen und so weiter, aber auch das ändert sich irgendwie so gefühlt von, also eine 1, oder vor der 1.14, glaube ich, war das relativ einfach. Von 1. oder bis zu 1.13, bis da, zu 1.16 war es wieder super schwierig. Dann musste man teilweise hier Metadaten fürs Inventar speichern und, sorry, ich bringe was durcheinander. Das war auch ein Thema dann, aber hier auch ansonsten war es ein bisschen schwierig, wenn du halt dann eben die zwei Inventare unterscheiden wolltest. Gibt es auf jeden Fall dann Bottom Inventory und Top Inventory und so weiter. Inventory Types. Wo haben wir gerade gehabt? Inventory Get Type. Wo haben wir es gerade gehabt? Get Type hier zum Beispiel. Ja, also im Prinzip gibt es relativ viel und man muss auch einfach dazu sagen, Skript kann nicht alles abdecken, aber Java bzw. die Bucket API deckt halt einfach alles ab. Oder, naja, auch nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel. Und in jedem Fall wahrscheinlich mehr als Skript. Und ja, genau. So, dann gehen wir wieder zurück hier in unsere Datei. Dann können wir hier dieses Event nutzen. Das heißt, das letzte hier ist unser Event. Das nutzt man so. Ein Inventory-Click-Event, das ist relativ straight up. Und genau, immer ein On davor. Das ist einfach bezeichnet quasi das Event. Und danach dann eben das Element. So, wenn ihr euch jetzt so denkt,
cool. Probieren wir es mal. Broadcast Player. Dann werdet ihr merken. Das wollte ich nicht. There is no play in an on bucket event event. Und da ist also der Punkt, wo man umdenken muss. Wenn ihr Script Mirror nutzt oder Reflect, dann müsst ihr oder dann könnt ihr nicht mehr den Player einfach nutzen, denn den Player versucht Script zu holen, aber es ist kein Event von Script, es ist ein Mirror bzw. ein Java-Event. Das heißt, ihr müsst dann hier quasi mit Java weiterarbeiten und das Ganze nutzt man so, davor kommt immer ein Event, denn ihr wollt ja eine Info von diesem Event haben. Und dann schauen wir zum Beispiel mal nach. Wo haben wir hier gerade? Inventory Click Event. Dann haben wir unsere Klasse. Dann scrollen wir runter. Was wollen wir zum Beispiel? Wir wollen... Gut, das steht aktuell nicht mal drin. kann man hier das Ganze vielleicht irgendwie nachvollziehbar machen? Also man würde es, beziehungsweise ich nutze hier dann den GetPlayer. Ich glaube, man, es gibt hier noch den GetWhoClicked oder so. Ist hier auch nicht mehr drin. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd zum Erklären, denn ihr wollt es ja auch nachvollziehbar erklärt haben. Und doch, hier haben wir es. Method inherited from class bla bla bla. Inventory interact event. Ich weiß nicht genau, ob wir es nochmal importieren müssen. Eventuell getWhoClicked. Probieren wir es einfach mal aus. Wir kopieren das Ganze und fügen das Ganze hier mal ein. Danach kommt immer eine Klammer auf und zu. In dem Fall wird da nichts reingeschrieben. Ist im Prinzip wie eine Function. Und ja, reloaden. Und wir nutzen einmal slash 3. Was machen wir gerade eigentlich? Achso, genau. Und Inventory Click, ganz egal, was wir anklicken. Dann haben wir unseren Namen, God Bless Noobs. So. Dann haben wir quasi den Namen und mit dem können wir weiterarbeiten. Und man kann auch GetPlayer nutzen. GetPlayer funktioniert eigentlich für nahezu alles. Das heißt, wenn ihr euch einfach nur eins merken wollt, dann... GetPlayer funktioniert hier nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir nutzen hier GetWhoClicked. Gut. Ja, hier kann man sich im Prinzip eigentlich dann so ziemlich alles ausgeben lassen, was man will. Zum Beispiel, gehen wir mal zurück hier. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Übersicht. Get Inventory Action Trigger, das Event habe ich noch nie genutzt. Get Clicked Inventory zum Beispiel. So, dann probieren wir das Ganze mal aus. Hier das Get to Click, diesen Namen brauchen wir eben nur, wenn das Ganze in Verbindung mit diesem Namen steht. In dem Sinne ist es nicht der Fall, deswegen probieren wir einfach mal getClickedInventory. Ups. Reloaden und probieren das Ganze aus. Inventory of None, das ist unser Inventory. Und das ist quasi ein fremdes Inventory, also eine Kiste oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich eine Kiste aufstellen würde. Inventory of Loot Table Inventory. Also man kann sich einfach so ein bisschen durchprobieren und einfach auch so ein bisschen entdecken. Ups. Ach, das wird gecancelt, deswegen, hoppla. So, dann, gut, hier haben wir der Inventory of None. Also das heißt, ihr seht schon so ganz grob, man muss sie ein bisschen ausprobieren, ein bisschen durchprobieren, es klappt nicht alles vielleicht von vornherein, aber man kommt eigentlich relativ schnell dahinter. Genau, dann haben wir, das müssen wir ein bisschen schneller machen hier, dann haben wir zum Beispiel mal gesehen, okay, welches Inventar ist es und so weiter. Get Raw Slot. Ich kann einfach mal testen hier. Was wir hier kriegen. Was sagt es uns? 39, 28. Kennen wir ein Skript? Ja. Können wir natürlich einfach auch dann vergleichen übrigens. Das heißt, angenommen, wir wollen jetzt hier nur einen bestimmten Slot. Event.getRawSlot ist gleich 1. Ist übrigens extrem schön und kompakt. Achso, da muss natürlich auch irgendwas passieren. zum Beispiel, weiß ich nicht. Können wir auch mal nutzen, zum Beispiel das Event zu canceln.
Dann haben wir hier wieder unsere Methoden, die wir nutzen können. Zum Beispiel set cancelled, klicken wir drauf. Das Ganze kopieren wir uns mal. Was steht noch mit dabei? Set the cancellation state of this event. Wir könnten hier natürlich auch sagen, cancel event. Das geht, logisch. Nur, wie ich vorher schon erklärt habe, muss auch das Ding wieder interpretiert werden. Und dauert halt zumindest also ein bisschen länger. Wir reden hier wirklich von wahrscheinlich noch nicht mal Millisekunden, wenn überhaupt, vielleicht so 1, 2, 3 Millisekunden. Aber wenn man halt wirklich komplett alles auf Performance trimmt, dann will man halt einfach diese Millisekunden drin haben. Und ja, deswegen nutzen wir hier event.setCancelled. Und hier setzen wir dann einen True rein. True ist ein Boolean, das heißt, das ist dann eben Yes oder No, also True oder False. Gehen wir hier mal auf Slot 2. So, das ist unser Scripting hier. Das ist unser Mirror-Ding. Und ich weiß, der Unterschied ist wirklich nur marginal. Also was man hier auf alle Fälle ansonsten noch sagen kann, das ist auf alle Fälle langsamer. Also dieses Aufblinken ist halt viel langsamer. Blinkt viel seltener auf und das hier ist um einiges schneller. Ich denke mal, das ist das Einzige, wie man hier wirklich das Ganze so ein bisschen vergleichen kann. Ich glaube, alles andere ist einfach gerade Minecraft selbst geschuldet, dass es halt einfach wirklich schlecht gecodet ist. Und muss man halt einfach mal so sagen. Ich bilde mir jetzt einmal zumindest ein, dass das Schwarze hier um einiges schneller ist, um einiges langsamer ist als das Rote hier. Also das Rote hier ist gefühlt doppelt bis dreifach so schnell. Ja, man könnte es ja auch irgendwie messen und so. Das ist machbar. Habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, aber ja. Also würde ich mal so sagen, man kann es sehen. Und ich glaube, ihr könnt das Ganze auch mehr oder weniger sehen. Auch wenn es der Versuchsaufbau natürlich ein bisschen blöd ist, sagen wir mal so. Genau. Was können wir denn sonst nochmal schnell probieren hier? Was haben wir denn noch so? Packages, schauen wir mal vielleicht ein bisschen durch. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, es gibt ja einfach auch viele Sachen, die Script nicht kann. Furnace Start Smelt Event oder so zum Beispiel. Craft Item Event. Was haben wir denn sonst noch hier? Inventory Close, Inventory Pickup. Ich glaube, ein Ding, was ich damals immer machen wollte, war Drops canceln. Habe ich selbst nie gemacht und ich muss es selbst erstmal suchen und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Drop, Inventory. Was gibt's denn da? Entity Drop oder so? Entity Dropped Item. Dropped Item, Item Resting on the Ground. Nee. Drop Event. Ich hätte ganz gerne, genau, Block Drop Item Event. Was gibt's hier? Called if a Block Broken by a Player Drops an Item. Genau, jetzt kann man das vielleicht auch mal nochmal hier probieren. Welches Event brauchen wir hier? Mal schauen, ob wir das Ganze importieren müssen oder nicht. Wir machen es mal ohne Import und schauen mal, was dann passiert. Genau, can't understand this event. Wenn es kommt, dann bedeutet es einfach, ich habe es nicht importiert. Und Java kennt das Ganze nicht. Nicht Java, sondern natürlich Script. So, dann haben wir da unsere... Ach. Ja, es wird spät. Natürlich nutze ich nur das Event und nicht den Rest. Aber kennen sie natürlich trotzdem nicht, weil es halt nicht importiert ist. So, dann haben wir hier unser Event. Wir reloaden das Ganze und haben eben dann zum Beispiel kein Error mehr. Und angenommen, wir wollen, also wir können hier um einiges mehr Sachen zum Beispiel hier mal uns callen. Blockstate weiß ich nicht, habe ich noch nie genutzt. Gets the Blockstate of the block involved in this event before it was broken. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die habt ihr mit Script wahrscheinlich nicht. Und Script ist wahrscheinlich, oder eventuell auch zu langsam, um sowas auszugeben, weiß ich nicht. Was ist ein Blockstate? Ich wüsste nicht mal, mit welchem Block ich das testen kann. Get Player. Was können wir uns hier wirklich nutzen? Get Block. Machen wir einfach mal so, dass ihr einfach mal gar nichts mehr droppt. Und hier ist es übrigens genauso. Ihr könnt ja einfach dieses Ding kopieren und einfügen. Einfach set cancelled.
Und dann soll das Ganze eigentlich funktionieren. So, ich weiß, ihr blinkt ganz so mein Scoreboard auf. Wenn ich hier was abbaue, dann seht ihr hier, dann taubt hier kein Item mehr. Und ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob man das hier in Skript selbst machen kann. Ich habe es damals mal probiert. Aber es damals nicht geschafft. Das war nämlich in 1.8 oder so. Auf jeden Fall, wir sehen hier übrigens auch, wenn wir das canceln, dann droppt hier auch generell gar kein Block. Und das können wir natürlich auch mal noch testen. Mit einem zweiten Event. Ich weiß es nicht, was ist passiert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Okay, es scheint so, wenn wir dieses Event auf Cancel setzen, dass dieses Event dann auch gar nicht mehr gecallt wird, beziehungsweise das auch, ich gehe davon aus zumindest, ich weiß es nicht, ich vermute es mal zumindest, auch in andere Plugins nicht mehr weitergegeben wird. Das heißt, rein theoretisch, wenn meine Theorie stimmt und ihr Skript eine Priorität gegeben habt, die hoch genug ist, könnt ihr, glaube ich, eine Script-Config machen, dann könnte theoretisch auch verhindern, dass andere Plugins dieses Event aufschnappen. Das heißt, ja, irgendein Beispiel fällt mir jetzt keins ein, irgendein Plugin ist verbuggt und immer wenn ihr hier Gras abbaut, dann stürzt der ganze Server ab. Ja, total realitätsnah, ich weiß. Dann könnt ihr zum Beispiel einfach sagen, okay, jetzt soll kein Gras mehr abgebaut werden dürfen, beziehungsweise wenn man Gras abbaut, wird der Server, oder wenn hier Gras droppt, ein Gras-Item oder ein Erd-Item, dann wird der Server crashen, deswegen blocken wir jetzt hier einfach mal den Drop von diesem Item. Ja, ganz, ganz dumm, ganz blöd und so, aber ja. Wenn mir ein Spieler was droppt, dann haben wir natürlich hier nichts. Das heißt, falls ihr jetzt hier mit dem Gedanken gespielt habt, On-Drop einfach canceln, das würde nicht funktionieren. Und ich kann mal testen hier. Script-Hub. Ja, hier ist Microsoft Bing noch drauf. I know. Script-Hub. Dann probieren wir es einfach mal über Script. Und dann können wir auch mal testen, wie das Ganze aussieht. Drop. Drops of Block. Das will grab all the possible items that may be dropped when someone breaks the block. Das ist nichts, was wir wollen. Drops. Only works in F events. Drops of block. Drop of stone. Können wir da nicht irgendwie hier Events? On drop. Called when a player drops an item. Mob token drop. Block token drop. Fight when a block drops beast tokens. Okay, ist irgendwas anderes. Was haben wir sonst noch? Item Merge, bla bla bla, Grief Prevention. Mit anderen Worten, hier ist kein Event drin, was das zum Beispiel macht. Und ihr wollt es machen, dann habt ihr es wirklich super easy und, also, ich meine, einfacher geht im Prinzip einfach nicht mehr. Und ja, das war's eigentlich schon. Also an sich super schnell, super klein, super kompakt. Und ich meine, ihr könnt hier so viele Sachen nutzen. Ja, das heißt, gut funktioniert. All Packages, ich weiß gar nicht, wo man das Ganze hier sieht. Ihr könnt hier so viele Sachen nutzen, die ihr halt einfach ein Skript nicht habt. Also hier sind einfach nahezu unendlich viele Möglichkeiten drin. Und ich meine, Skript, ich weiß es nicht, wie viele Events das Skript covert. Vielleicht so ein, ja, die wichtigsten auf alle Fälle. Aber halt bei weitem nicht alle. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr braucht es aber in einem Paper-Event, das wird Skript halt eben nicht bieten. Das heißt, Paper hat eben noch so eigene Sachen. Die sind meistens ein bisschen mehr advanced. Was haben wir hier? AI, Villager. Habe ich noch nie genutzt, glaube ich. Villager, Entity AI, Goal, Goal Key, Goal Type. Was weiß ich. Pathfinder. Reputation, Reputation Type. Also, weiß der Geier was. Da gibt es, glaube ich, ja, diverse Sachen, die man machen könnte oder machen kann. Und es gibt zum Beispiel auch noch für Sachen wie Purple und so weiter, gibt es noch ein Ding. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Und ja, Event Player. Player Post Respawn Event. Ist sogar relativ cool, glaube ich. Könnte ich sogar selbst nutzen.
Framework drauf. Und ja, Player Elytra Boost Event, Player Handshake Event, diverse Sachen, die es einfach gibt und auch nicht gibt, je nachdem. Ja. Start Spectating Entity Event, Stop Spectating Entity Event. Also sind einfach Sachen, die jetzt halt für Script selbst einfach irrelevant wären und einfach auch keinen nutzen würde. Und es gibt halt vielleicht so diese 0,1% Spieler, die das Ganze brauchen und die denken sich so, cool, hier gibt's das, nutze ich. Hier ist was auch zum Beispiel nett. Player Armor Change Event. Angenommen, ihr wollt einen Satz-Skript machen. Ist dieses Event Gold wert? Glaub mir. Ich habe es selbst probiert, aber ja. Das sind einfach mal so Sachen, die man nutzen könnte. Geld, get old item, get new item. Also ist sehr nice. Und wie ich zum Beispiel schon gesagt habe, Mirror ist in jedem Fall schneller. Es ist smarter, es ist schneller. Und das Einzige, was ihr vielleicht habt, ist, dass ihr zum Beispiel nach Minecraft-Updates ein bisschen was zu tun habt. Denn manche Events depreciaten, das heißt, die werden nicht mehr genutzt, beziehungsweise sollten nicht mehr genutzt werden. Ja. Gibt's viele mittlerweile und die werden nicht entfernt. Teilweise funktionieren sie noch, teilweise nicht mehr. Aber hier dieses depreciated, müsst ihr eben mal schauen, dann immer. Wo haben wir sie? Na komm. Hier zum Beispiel in diesem Kasten hier, depreciated und so weiter. Ja, genau. Genau. Am besten halt einfach nicht mehr nutzen, wenn es nicht sein muss. Und es gibt eigentlich immer dann noch eine Alternative dafür. Also es wird nichts entfernt, ohne dass es halt dann irgendwie einen Ersatz dafür gibt. Und ja. Also in dem Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.